Es ist eine hochdramatische Geschichte, was im ehemaligen Hochsicherheitsgefängnis passierte. Ein 38-jähriger Insasse, einer von 242 Häftlingen, der direkt wegen Mordes und Vergewaltigung einsaß, wurde 4 Jahre lang von seiner Sozialarbeiterin therapiert und hat seine Sozialarbeiterin vergewaltigt. Er bedrohte sie mit einem Messer und mit einer Schere. Die Direktorin des Hochsicherheitsgefängnisses bat sich an und konnte somit einen Austausch der Geiseln erwirken. Sie wurde anschließend Geisel, um ihre Sozialarbeiterin zu retten. Was sie damals nicht wusste, dass die Sozialarbeiterin auch schon vergewaltigt wurde. 9 Jahre nach der Tat brachte sich die Sozialarbeiterin um. Sie hängte sich. Die Geiselhaft ging 4 Stunden. Am Ende entgegnete sie nur ihrem Täter: Komm, wir gehen jetzt raus. Nahm das Messer ab, das an der Hand hielt, schloss die Tür auf und ging mit ihm durch einen langen, dunklen Gang, an dessen Ende schwer bewaffnete Polizisten warteten. Herr, ich bin gerade in dem Gefängnis. Wieder mal. Und das ist ein ehemaliges Hochsicherheitsgefängnis. Viele werden es von euch kennen. Zumindest ist es von Bildern oder von dem Vorhaben, da auch mal reingehen zu wollen. Tja. Leider wurde schon eine ganze Menge mit rausgenommen. Keller, die Beleuchtung vom Gemeinschaftsraum, Sicherheitsknopf, Dunstabzug. Das muss man sich kurz setzen lassen. Das hier über die Küche. Und hier in dem Häuschen waren die Wärter, oder der eine Wärter, und hat das Ganze geregelt, wie was überhaupt sein darf. Jetzt haben wir hier die Zellen. Der untere Teil ist bewusst verpixelt. Ich finde das gar nicht mehr so schlecht. Sicherheitsdienst, wir machen auch Hausbesuche. Ich wollte mal sagen, das hat so wie eine andere Tür. Das letzte Mal auch nicht gesehen. Alter, aber nicht mal. Wesentlich, wenn du da drin eingesperrt bist. Lass ich die hier öffnen? Nee, doch. Das ist eine Zelle. Eine Steckdose. Die Zellen sind sowieso alle einmal extrem klein. Weil hier hast du wahrscheinlich für die richtig schweren Gewesen, weil drüben ist Porzellan, ne? Nee, das war Verwaltung. Bitte? Das war die Verwaltung. Hier drinnen? Ja, da vorne. Da war die Verwaltung drinnen. Ach, die hatten das aus Porzellan. Küche ist auch so gut. Das ist eine kleine Küche.
Ist ja der Lieblingsraum vom Wärter gewesen. So, ich sage erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Abonniert meinen Kanal und ich sage noch bye bye.